Hallo und herzlich willkommen, liebe Zombie-Freunde. Ja, es geht direkt weiter hier. Haben jetzt gerade das Dorf gerettet und jetzt werden wir gleich Quests annehmen und uns ordentlich erstmal durchprügeln hier. So, ich habe noch ein Level, ein Upgrade. Jetzt muss ich mal gucken, was ich noch gebrauchen kann. Schaden mit scharfen Waffen plus 10%, das ist eigentlich schon eine echt gute Sache hier. Haltbarkeit von Klingenwaffen auch höher. Mein Gott, alles, was ich gebrauchen kann. Dass ich weniger Geld bezahle beim Sterben, ist auch nicht schlecht, weil ich habe gehört, dass diese Person hier die Schwächste ist, die am schnellsten stirbt und. Also muss man schon geschickt spielen hier. Und am besten nachher auch hier noch ein bisschen auf Aushalten gehen. Mal schauen, was ich hier noch so. Oh, Schlösser knacken ist auch geil. Eieiei, so viel Gutes, aber ich würde sagen, dass wir den Schaden jetzt erstmal erhöhen, dass ich die dann auch schneller töten kann. Dann machen wir das auf 3, dass ich halt nicht tausendmal reparieren muss. Und dann gehen wir auf Geld und dann schauen wir mal den Rest. Okay, gehen wir erstmal auf Schaden. Alles klar, da unten ist auch nochmal richtig cool. Der Kampf mit Klingenwaffen kostet dich 10% weniger Ausdauer. Und jetzt haben wir Team. Hier habe ich gesehen, kann man alle Quests annehmen. Man kann aber auch hinlatschen zu dem Laden, eine Quest annehmen. Dann hört man besser das Gequatsche. Deswegen würde ich sagen, das machen wir auch so. Gut, das ist Logan. Hat er gerade was zu tun? Jetzt muss ich mal kurz gucken. Unser Logan, wo ist er? Der hat auch eine Quest, aber ich kann die hier gar nicht annehmen. Also muss ich manche Quests sogar von dem einen so annehmen. Yeah, jetzt erstmal die Nagelpistole. Der hat noch einen Händler, also. Aber das sind alles, erstmal habe ich nicht so viel Geld und zweitens ist das nicht das Richtige für mich. Ich brauche Klingenwaffen und er hat jetzt alles nur diese stumpfen. So, jetzt haben wir uns mal die Snacks rein. Habe dann bald wieder ein Level ab. Was habe ich gerade drin für eine Waffe? Ja, Leuchtpistole, Hackmesser. Jetzt muss ich mal kurz selber checken. Eine Nagelpistole könnte ich tauschen mit dem. Ey. Nagelpistole? Jetzt die Nagelpistole bitte rein. Yes. So, jetzt haben wir die Nagelpistole. Und die tun wir raus. Und ich guck gerade Messer. Gefährliches Fleischermesser. Brutaler Polizeiknüppel. Also im Endeffekt habe ich voll die blöden Sachen. Aber standardmäßige Machete. Ja, sauber. Die geht erst auf Stufe 25. Das ist aber doof. Was haben wir hier? Ne, das brauche ich nicht. Ich hatte doch jetzt vorhin. Da. Eigenbaummesser. Ist auch ein Messer. Messer. Da haben wir es doch. Gefährliches Fleischermesser. Das möchte ich gerne hier oben drin haben. Und das werde ich jetzt auch reparieren. Koste es, was es wolle, das muss ich haben. Das ist eigentlich die beste Waffe, die ich gerade so habe. Gefährliches Fleischermesser. 700. Jetzt bin ich arm. Sehr schön, aber jetzt habe ich wenigstens eine vernünftige Waffe. Gut, da haben wir noch Fruchtchen. Frucht? So, jetzt nehmen wir erstmal ein paar Quests an. Was soll der Geiz? Ausrufezeichen sind Quests. Okay, was hast du denn anzubieten hier? Mach ein Upgrade der Verteidigungsanlagen. Ich nehme jetzt erstmal alles an und dann schauen wir mal. If I can electrify the fences, those damn things will fry when they run into them. But I need a power source. Cables and batteries should do it. Will you bring me some? Da gibt es den Bauplan Blitz. Hilf, eine bessere Verteidigung aufzustellen, um diesen Ort zu sichern. Machen Let's wir. do this. Sauber. In einer Hütte nicht weit von hier sind Kabel und die Batterien befinden sich auf dem Campingplatz. Ich will hier keinen Koop-Modus machen. Kann man das auch ausstellen? Online. Koop. Will ich aber gar nicht anhaben. Kann ich jetzt hier nicht ausstellen. Aber ich glaube, da muss ich die einladen, oder? Ich hoffe, also wenn ihr gleich einer reinkommt, mal einen Cut und dann mache ich nochmal raus und noch offline. Ich hoffe ja nicht, dass es so weit kommt. Aber naja. Nein, ey, bist du irre? Are you ready? So, ich will da nicht die Waffe tauschen. Bin ich so voll? Dann gehen wir jetzt mal was verkaufen. Bei ihr, die hat nämlich Klingenwaffen. Das ist meine. Da haben wir schon. Starke Eigenbaumachete 21. Schaut euch den Schaden an. Schaut euch an. Also grün, blau, lila und orange Waffen sind legendäre Waffen. Also, wenn wir sowas mal haben, dann sind wir auf jeden Fall
gut dabei. So, jetzt verkaufe ich erstmal den ganzen Schutt. Nur wo die Hände sind, das benutze ich gerade. Und ich verkaufe alles, auch wenn es jetzt brutal ist, aber ich will auf jeden Fall nur auf Klingenwaffen gehen und vielleicht ein bisschen Baller, Baller, Bum, Bum, Schusswaffen. Und jede Menge Zeug. Jetzt habe ich schon wieder 500 Knete. Und jetzt können wir mal gucken. Oh, läuft. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, haben wir schon unseren ersten Auftrag mit Questen. Können wir dann auf I und dann gehen wir auf Quest und dann können wir hier gucken. Elektrisierend ist die Nebenmission, 4 Stufen. Quest abgeschlossen und hier oben ist Haupt. Aber Haupt machen wir später. Erstmal die ganzen Nebenquests, weil es bringt nichts, sonst sind wir hier schnell durch. Und Wayne haben wir noch. Der handelt mit Wurfwaffen. Ui, da habt ihr. So sehen legendäre Waffen aus. Diese gelb-lila, so ein bisschen. Stufe benötigt Stufe 63 und 57. Macht jetzt aber auch nicht gerade so den super Schaden, aber man kann die hinterher noch aufbessern. Das sind alles Wurfwaffen. Aber nein, brauche ich jetzt nicht. Gut, jetzt drücke ich trotzdem I, weil ich will die Quests auch annehmen von meinen Jungs. Sam B, was hat er denn? Was kann der denn? Quests starten. Bringe Sam B 3 Bolzen, damit er unser Team effizient unterstützen kann und die Gesamtstärke der Gruppe erhöhen kann. Im Tausch erhältst du ein paar handgefertigte Bomben. Bomben, alles klar, machen wir. Gut, dann Quest läuft, dann gehen wir zu ihr. Was hat sie denn? Ich nehme jetzt alle an. Bringe Motorenteile? Motorenteile, damit sie unser Team effizient unterstützen und die Gesamtstärke. Alles immer dasselbe. Und die gibt mir auch Bomben dafür, oder was? Belohnung, Giftbombe. Nehmen wir auch an. Ich brauche alles an. Bomben will ich haben. Weil ich muss auf jeden Fall von Weitem die Gegner... Oh, er hat eine dicke, fette Granate. Schock. Drei Gurte. Und was hat die? Da gibt es nämlich Waffenstufe, geht höher. Und er möchte haben 3 Dosen Feuerzeugbenzin. Sauber. Saubere Leistung. Jetzt haben wir noch 2 Quests. Weber und Wayne. Wayne, was hat er denn? Bringe 3 Uhren, damit er unser Team... Alles klar, er will eine Uhr haben. Wir nehmen alles an. Das sind so kleine Missionen, glaube ich. Und der Trevor, kenne ich noch von GTA 5. 3 Drähte. Yes, ja, yeah, ja. Yeah. So, jetzt habe ich alle Quests, läuft alles. Und jetzt kann ich mal gucken, ob ich irgendwo schon was abschließen kann, wenn ich jetzt zu den Leuten gehe. Okay, der hat nichts, keinen Abschluss. Hier auch nicht. Das heißt, ich habe... diese Ressourcen nicht, die sie brauchen, weil die werde ich bestimmt finden. Ah, er hat was. Also wenn da die Hand offen ist, 3 Gurte, kann ich die Mission abschließen. Komm her. Thanks, Friend. Jetzt kriege ich von ihnen ein paar Bomben. Bessere Chancen für Logan 1. Jetzt drücken wir nochmal I, liebe Leute. Und dann seht ihr schon, dass der Logan jetzt einen ausgefüllten Waffenstufe hat. Das heißt, er hat jetzt eine bessere Waffe, weil er halt einen, ich kann die bis zu 3-mal machen. Und aktuelle Waffe ist ein Streitkolben. Ich denke, er baut die dann auf. Jetzt hat er noch eine Quest. Nehmen wir direkt an. 7 Klammern mache ich. Ich weiß noch nicht, was die alles... Ich mache das einfach annehmen. Und im Laufe der Zeit werde ich ja Sachen finden. Das habe ich jetzt gerade nicht. Okay. Hallo, besorg ein Boot. Das ist Hauptmission, glaube ich. Und ja, aber Hauptmission machen wir erst noch nicht. Jetzt gehen wir erstmal uns Spaß haben, amüsieren. Hier sammle ich den ganzen Schrott auf, was wir so finden. Und dann werde ich natürlich alles abschließen. So... Molotov-Cocktail, da haben wir noch was, eine Machete. Kann ich diese Machete jetzt endlich benutzen? Stufe 17, sauber. Das wird meine nächste Superwaffe. Macheto, das ist die beste, weil damit kann ich die Leute auf Distanz töten. Jetzt will ich die updaten, ich hoffe, ich kann's. Ja, kann ich nochmal updaten? Ja, nur 2-mal, aber es sieht schon besser aus. Guck mal, die glänzt schon fast. Jetzt werde ich dann Geld sammeln und dann werde ich natürlich die Machete verbessern. Und später werde ich viel auf Machete spielen, weil es ist einfach von der Distanz her, kann man die Gegner zerschnibbeln und lohnt sich. Eine Schnellreise, okay. Feuerzeug, da müssen wir den da glaube ich... Ah, birg nützliche Vorräte vom Strand, das haben wir denn da. Du solltest runtergehen und den Strand überprüfen. Vielleicht ist etwas aus dem Schiff angespült worden, etwas, das wir brauchen können. Du solltest zusehen, was du finden kannst, natürlich. Kriegen wir ein Geschenk, einen fetten Hammer, einen Fleischklopfer, brauche ich zwar nicht, aber es gibt XP und ja, ist am nächsten, absolut, da waren wir schon, die werde ich jetzt als nächstes machen. Sei vorsichtig, da draußen sind eine Menge Monster, es sind keine Monster, es sind Zombies. Monster ist was anderes.
Aber ist ja nicht schlimm. Die wissen das halt alle nicht, ne? Geschenk des Himmels, da haben wir's. Die möchte ich gerne annehmen. Die ist gelb, das heißt, die habe ich im Ziel. Zum Strand. Da, ich gucke mal kurz auf die Karte. Genau, hier unten ist unser Strand. Und da ist das Missionsziel. Hier sind wir. Latschen wir hier oben einfach lang. Kriege ich schon hin. Gut, dann nehmen wir noch einen Molotow mit. Macht Bam. Also ich habe sehr viele Wurfsachen. Ihr habt schon gesehen. Das heißt, ich kann, bevor ich eigentlich später mal im Nahkampf komme, ordentlich schon austeilen. Ich will jetzt hier noch eben ein bisschen looten. Ich habe gelesen, dass der Loot sehr oft sich wiederholt. Damit man schön, also die Jungs, ich kann den allen nicht versorgen hier. Kriegt man auf jeden Fall viele nette Sachen zu finden. Immer wieder. Und das brauche ich auch. Vor allem Geld. Money, money, sage ich nur. Gut, hier ist nichts. Dann würde ich sagen, gehe ich jetzt geschwind nochmal hier oben hoch. Ich habe gesehen, hier oben ist vielleicht was, wo wir mal ein bisschen looten können. Looten, looten. So, hier ist nichts. Ah, hier. Koffer, Geld. Geld ist immer gut. Da haben wir doch was. Messingschlagring verkaufe ich. Signalpistolmunition, sauber. Und noch was. Mittleres Medikit. Ja, da kann man ja nicht nein sagen. Gut, da ist noch ein Mülleimer. Großer Nagel. Kann ich dann hier irgendwie ein Zelt bauen, wenn ich Lust habe. Und ja, die Kisten muss ich auf jeden Fall nachher erfinden, dass ich Schlösser knacken kann, weil sonst entgeht uns bestimmt so einiges an gutem Material. Was haben wir denn da? Bleiche. Ja, da kann ich dann waschen oder was? Ein Tagebuch. Sauber, die quatschen jetzt wieder Englisch. Sehr schön. So, Geld, aber hier auch kein Material. Ich brauche Uhren, ich brauche Klammern, ich brauche ja, eigentlich von jedem was. Ich springe jetzt einfach mal hier runter. Ich hoffe, ich überlebe es, liebe Leute. Und oh Mann, hält die Lebensenergie weg. Wollt ihr mich verarschen? Anscheinend. So, hau rein, die Snacks hier. Toll, fast tot, weil ich hier runtergesprungen bin. Eieiei, nee, ich muss mich jetzt eben heilen, bevor ich da in die Welt rausrenne, sonst bin ich sofort tot. Ja, ich bin jetzt direkt tot. Pace, ja. Pace, Pace. Okay, ich weiß jetzt gerade nicht, wo wir sind. Aber ich glaube, wir sind richtig. Genau, gehen wir hier runter, den Weg lang. Sauber, auf in die Schlacht, liebe Leute. Es regnet. Da sind ein paar Viecher zum Looten. Nehmen wir natürlich alles mit. Durchsuchen, Geld. Was haben wir hier vor? Ein Stab. Den verkaufe ich. Gibt bestimmt Geld. Da war ein Gurt, aber Gurt haben wir schon abgegeben. Klebeband. Vielleicht brauchen wir später alles mal. Leer. Metallschrott. Metallschrott. Ich glaube, das ist auch nur zum Bauen. Ah, schaut euch das an. Da haben wir schon die erste Kiste. Und können wir leider nicht öffnen, weil ich es nicht erfunden habe. Das heißt, nächste Level auf jeden Fall Truhen öffnen. Weil das sind so eins der wichtigsten Sachen, dass wir da ordentlich immer was finden. Ja, haben die auch schön gemacht. Neue Wetterbedingungen. Also, eieiei, vier Stück, liebe Leute. Vier. Boah, die Tackermaschine. Okay, machen wir es auf die brutale Art. Schockbombe oder Molotow? Molotow? Ich würde sagen, hauen wir eine Schockbombe rein, oder? Nehmen wir hier. Schockbombe. Komm. Bam, jetzt wird geschockt. Und werfen. Ich bin gespannt, was passiert. Yeah. Voll geschockt, die Jungs. So. Nochmal eine. Bam. Na gut. Die sind geschockt. Ich würde sagen, nächstes Mal werfen wir einen Molotow. Ich glaube, da verbrennen die, da schreien die mehr. Gefällt mir. Naja, seht ihr ja. Schön, ein paar Zombies getötet, ohne mich anzustrengen. Liegen ja ganz freundlich. Mal ein bisschen Blut hier. Wollt ihr Blut sehen, Leute, oder? Zerhacken wir die mal hier. Yeah. Der Metzger Deluxe. Der Fuß, der zappelt noch. Ich habe nur den Fuß abgeschnitten. Eieiei. Sau gut. Ich hoffe, ihr habt keine schwachen Nerven. Das wird schon. So, gehen wir mal weiter. Na, ihr keine Lust auf Beitritt. Zieht Leine da. Keine Ahnung, was das ist. Ich weiß auch nicht, warum es online irgendwie angezeigt wird. Das ist wieder ein Rätsel für mich. Aber ist ja halb so wild. So, jetzt gehen wir hier mal lang. Sau geil, wenn man im Wasserfall ist, ne? Dass dann hier über dem Bildschirm läuft. Schön gemacht. Ja, mein Schwert ist schon wieder sehr blutig, wie man sieht. Kein Wunder. So viel Leichen. Teile, wie ich gerade zermetzelt habe. Ich bin der übelste Metzger. So, jetzt gehen wir aus. Hier waren wir auch schon, ich weiß das. Und die Sachen kommen immer wieder. Finde ich ganz cool eigentlich. Und ich hoffe, dass ich jetzt dann auch mal Zeug finde, was wir dann gebrauchen können. Große Batterie,
zum Beispiel, dass wir dann Klammern, Telefon, okay, dass wir dann die Uhren finden und Klammern und ich weiß gar nicht, was die noch alles brauchen, ne? Jede Menge Zeug. Muss ich später nochmal in Quest nachlesen. Geschenk des Himmels, wir sind da, sauber. Jetzt gibt's 3 rote Ziele, das heißt so kleine Bereiche wahrscheinlich, da müssen wir dann was suchen. Machen wir. Hauptsache wir müssen nicht in die Höhle rein, da war ich auch schon drin. Wo diese ganzen fetten Zombies drin waren. Nur am Anfang, wo ich das Spiel gestartet habe, hatte ich ja keine guten Waffen. Jetzt habe ich ja eine. So, einmal Molotov-Cocktail. Yeah, da brennen sie. Da brennen sie. Ich hoffe, die sterben auch. Feuer sieht sehr gut aus. Sehr verschwommen alles. Sehr cool. Sind sie auch schon tot. Da hinten sind auch noch welche. Ich kann immer noch so elegant treten. Ja. Na super. Haben wir doch getötet. Ein Telefon haben die dabei. Cool. Ach, noch so ein scheiß Messerding. Ah, hallo. Ey, der hat mich geschnitten, ey. Bist du irre? Schnitt, Arm ab. So muss es sein. Kopf ab. Immer drauf hier. Ne, Kopf ist nicht ab. Okay. Ich mach mal die gute Art hier. Bam. Erstmal treten. Verwirren hier. Konfuzius sagte, töten. Alter Schwede, ey. Okay, jetzt bin ich gestorben. Ihr seht schon, sie ist leider nicht sehr stark. Kommt von hinten ein Zombie angerannt, beißt mir, einmal bin ich tot. Ja, ja, sehr schön. Aber kostet mich nur Geld. Muss ich halt demnächst gucken, dass ich jede Menge Geld finde, dass ich dann 1000 Mal sterben kann. Haha. Ne, keine Ahnung. Ist halt so eine Sache mit der Frau hier, mit der guten. Hier war ich doch gerade richtig, oder nicht? 33 Meter? Ne, wir gehen da hinten hin. Mann, ey, ich wollte so schön am Metzeln, dann kommt einfach so ein hässlicher Zombie von hinten, beißt mich einmal. Aber der hat mich mit dem Messer auch getroffen. Also im ersten war es ein bisschen einfacher, muss ich sagen. Also ich habe den ersten gespielt, da bin ich, also die war zwar auch schnell tot, aber auch nicht so schnell, weil die Zombies waren da ein bisschen dümmer und die haben auch nicht mit Waffen angegriffen. Oder? Ich weiß gar nicht mehr. Hatten die Fackeln in der Hand? Ach, keine Ahnung. Aber ich glaube auf der ersten Karte waren nicht. Später, glaube ich, waren die ein bisschen besser. Ah ja. So, ich schneide jetzt einfach mal ein paar Mal den Kopf ab, dann wird das... Okay. Ah, du blödes Mist, du hast mich gerade getötet, ne? Aber nicht mit mir. Ja, das sind die Infizierten, die rennen immer so schnell und machen so laute Geräusche. Und die sind halt sehr schnell, aber halten halt wirklich wenig aus. Dafür rennen sie aber wie ein Tornado. Und ja. Ah, Zahnräder. Ich glaube, einer braucht auch Zahnräder. Muss ich mal alles aufsammeln. So, jetzt müssen wir hier was suchen. Was haben wir denn hier? Wasserflaschen. Yes. Objekt gefunden, das war ein Questobjekt. Ja, die Wasserflaschen, habe ich mir schon fast gedacht. Da müssen wir wahrscheinlich solche Nahrungsmittel suchen jetzt. Machen wir. Da haben wir auch noch was. Messer brauchen wir nicht. Naja, mit dem Sterben ist so eine Sache, aber das kriegen wir schon hin. Wird ja auch besser und dann müsst ihr euch keinen Kopf machen. Wenn man dann ein paar Mal stirbt, dann ist das nicht ganz so schlimm. Dafür habe ich die halt genommen, die teilt halt gut aus, aber... Hätte ich jetzt kaum sterben wollen und ausrasten, dann hätte ich den Schwarzen nehmen und den Zambi. Der hält nämlich ordentlich aus und stirbt kaum. Brutaler Polizeiknüppel nochmal sauber, nehmen wir alles mit. Kann man verkaufen. So, dann haben wir wieder 3 Stück, 3 Fans hier. Schmeißen wir mal hin hier, Schluck. Und den töten wir mit dem Hackebeil hier. Komm mal her, ist gleich vorbei. Ne, nehmen wir die Machete. Give up. Und wie sie schön brennen. Ja, renn ins Feuer, komm. Trau dich. Trau dich. Wandelnde Tote. 130 von 250. Werde ich natürlich töten. Kein Problem. So, was haben die denn dabei? 15. Jetzt machen wir mal einen Trittkick hier. Bam, Junge. Voll ins Gesicht. Und jetzt Kopf ab hier. Zack. Guckt euch das an. Ja, ich glaube, jetzt weiß ich auch. Die ist halt sehr schnell und stark. Und dann muss ich halt Kombos machen. Und dann sind sie schnell tot. Und ja, wenn ich nicht aufpasse und überrannt werde, bin ich halt schnell tot. Also können wir uns gut abwechseln. So, was haben wir denn da? Vorräte, sauber. Ja, super. So, einen noch. Und dann haben wir schon die Quest hier. Und dann werde ich dann, im nächsten Part werden wir die dann abgeben, die Quest. Machen wir jetzt noch, auch wenn es wieder über 20 Minuten geht. Aber so habt ihr wenigstens was zu sehen. Ja, Arm ab. So gefällt mir das. Und du hier, komm her. Bam, was ist? Der lebt ja noch. Mann, ich habe eine Machete. Du sollst sterben, Mann. Und boah, Zeitlupe. Yeah, Arm und Kopf ab. So, hier nochmal. Aua. Yeah, den anderen Arm. Super geil.
Ja, lässt sich's leben ohne Arme, hä? Sehr schön sieht das aus, oder? Herrlich. Das Blut glitzert. Mein Gott. Naja, die spüren eh nichts, weil die Zombies schon sinnlos sind. Und bescheuert. Ah, eine Klammer. Die sind immer so klein. Da muss man echt gut hingucken, dass man die Klammer nicht übersieht. Und davon brauchen wir 7. Und dann können wir den Logan geben, dann kriegt er schon wieder eine neue Waffe. Ah, da haben wir wieder 3. Sauber. Jetzt weiß ich auch, warum ich so viel Sprengstoff kriege. Kann ich gut gebrauchen bei den ganzen komischen Vereinen hier. So, ich muss da hinten ins grüne Gebiet. Aber ich will natürlich die Zombies mitnehmen. Noch 2 Stück. Auch ins Wasser werfen. Mal gucken, ob es brennt. Ja, natürlich. Sehr logisch, sehr logisch. Das Feuer brennt. Im Wasser. Oh, was hat er da liegen? Ah, schweres Taschenmesser, hier Tauchermesser. Nee. Nö, aber Geld brauche ich. Ich brauche mehr Geld, Leute. Hier, die Tür habe ich schon mal aufgemacht. Müsste eigentlich sein, dass ich wieder. Oh, der hat überlebt, der eine. Ein Nagelbrett? Okay, hier drin ist also das nächste Versteck. Mal schauen, was wir hier finden. Jetzt muss ich kurz den töten hier, Leute. Yes, zerhackt, weggesprengt. Okay, hier muss jetzt was sein. Jetzt ist natürlich die Frage, wo sich denn hier was versteckt hat. Jetzt haben wir noch eine Paddel. Sauber. Er betet eine Runde. Da haben wir eine Kiste. Geld. 19. Hier haben wir auch was. Ah, großer Nagel. Ammoniak. Nehmen wir alles mit. Oh, ich bin aus dem Gebiet raus. Entschuldigung. Ist hier was drin? Okay, jetzt muss hier irgendwo was sein. Ah, hier. Nahrungsmittel. Sauber. Jetzt haben wir alles abgeschlossen. Cool. Gut, liebe Leute. Dann würde ich sagen, machen wir hier auch gleich weiter im nächsten Part. Dann bringen wir das wieder zurück und nehmen die nächste Mission an. Es bleibt spannend und ich freue mich auf euch. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.